Und willkommen zurück zu True 4. In der letzten Folge wollten wir doch sehen, was sich in dem Zimmer befindet. Sehen wir mal nach. Ein Tagebucheintrag. Meine Schwester hatte vor irgendwas fürchterliche Angst. Sie brachte mehrere Schlösser an ihre Kellertür an und verbarrikadiert sich dann in ihrem Schlafzimmer. Aber irgendwie hat es doch einen Weg zu ihr gefunden. Und irgendjemand liegt darunter. Irgendwer liegt darunter. Vielleicht ihre Schwester? Meine Schwester hat sich verbarrikadiert. Leider hat das nicht geholfen. Können wir das nicht weggeben? Nein, können wir natürlich nicht. Hey, wer bist du's? Neue Puppe. Schlüssel. Tresorschlüssel. Oh. Hoffentlich hast du dich gut ausgeruht, denn ich werde kein Auge zu bekommen. Gab es hier noch was? Oh, hier. Es will in das Schlafzimmer eindringen. Ich habe gesehen, wie sich der Griff bewegte. Ich traute mich nicht daraus. Hilfe, bitte, hilf mir doch jemand. Ich habe diese Seite aus dem Tagebuch meiner Schwester gefunden. Sie hat es in Eile in ihr Tagebuch gekritzelt. Irgendjemand muss ihr große Angst eingejagt haben, als er oder es versucht, in ihrem Schlafzimmer einzudringen. Litt sie etwa unter Wahnvorstellungen? Wer weiß. Oh, noch eine Puppe. Junge Hedda, sehen wir uns an. Das war sie. Ah, junge Hedda, meine kleine Schwester Hedda. Mir wurde immer berichtet, dass Zwillinge eine spezielle Verbindung zueinander haben, aber ich war schon immer anders. Heather war sehr extrovertiert und wollte neue Erfahrungen sammeln. Sie hat sich immer gegen Autoritätspersonen gestellt. Es war ihre Idee, nach oben zu schleichen. Ich weiß nicht, ob es ihr Abenteuerdrang war oder sie unsere Mutter herausfordern wollte. Sie mochte es, dass es unsere Mutter nicht gefiel, wenn sie bei dem Laudius war. Aber deren Haus war wirklich einzigartig. Sie zog so früh, wie sie konnte, von zu Hause aus und in die Stadt und kam nur selten zu Besuch. Dann kam ihr Besessenheit in Bezug auf Mutters Tod und eine Verschwörung. Das letzte Mal, als ich Heather sah, beschimpfte sie mich als Verräterin, da ich ihr nicht geholfen hatte. Ich bin doch nicht diejenige gewesen, die das Haus und unsere Großmutter verlassen hat. Ich habe einen guten Job und einen wundervollen Freund gefunden. All das hätte sie auch erreichen können. Ah, hat sie aber nicht. Gibt's hier noch was? Anscheinend nicht. So, das hatten wir. Hier gibt's nicht. Das hatten wir auch schon. Dann gehen wir mal zum Loch. Oh, was haben wir denn hier? Anti-Rost-Spray. Sehen wir drin? Die dunkle Passage führt nach unten. Ah, da glitzert noch was. Hallo? Ein Beutel wäre nicht schlecht. Das haben wir aber nicht. Okay. Dann gehen wir mal zum Tresor. Noch ein Totenkopf. Und was haben wir denn hier? Auf der wilden Seite sind etwas geschrieben. Ich kann die Umrisse noch erkennen. Wenn ich einen Bleistift hätte, dann könnte ich es wieder sichtbar machen. Wo ist er denn? Da haben wir den. Erstelle eine Zeichnung, die auf der anderen basiert. Fahre mit dem Bleistift über das Blatt, bis du die vorherige Zeichnung sehen kannst. Okay. Was anstrengend. Machen wir das ein bisschen geschmeidiger. Ja, so ist richtig. So ist richtig. Ja, genau. So, ja. Okay. Das ist doch dieses Dings da, das in der Küche ist. Die Truhe, die Figur. Na, wie viel soll ich noch? Okay, jetzt. Ob das ist genommen oder nur ein... Oh ja. Die Zeichnung könnte ein Hinweis sein. Ja, natürlich. Aber dazu brauche ich noch den Arm. Und der befindet sich irgendwo hier. Oh, ich habe die... Habe ich jetzt was gefunden? Oh, die Pinzette. Ja, so geht das. Okay, jetzt haben wir den Ring. Sehr schön. Kann ich die Kugel auch schon befestigen? Die war hier. Schon sehr doof, wenn wir die Kann ich die woanders befestigen? Ja, hier geht's. Das macht keinen Sinn. Als erstes muss ich den Eimer in den Brunnen werfen. Okay, wo ist denn der Eimer? Wir haben hier noch zwei Räume.
Anti-Rosp-Ingwer. Oh, hier war das Reinigungsmittel. Geht, okay, gut. Ist das etwa ein menschlicher Zahn? Ja, für was könnten wir das brauchen? Hm. Da ist noch etwas. Oh, schau, die Tür habe ich ange... Oh. Schau sie ab. Und hinein. Oh, hier sind die ganzen Messern. An einigen Messern hängen Schlüssel. Also ich muss die Messer rausziehen, ansonsten komme ich nicht an. Ja, ja, zieh sie raus. Los. Hm. Hier gibt's nichts. Hier ist auch nichts. Warte mal, den hier. Das sieht wie ein ritueller Kreis aus. Die fünf kleineren Kreise müssen angemalt werden. Ausgemalt werden. Herz, Auge, Hand, Lippen und ein Kammer. Vielleicht sind dies Hinweise, die mir helfen, Objekte zu finden, die mit den Symbolen in Verbindung stehen. Das muss meine Schwester gehört haben. Hand? Hm? Aha. Zahnmund? Bisher. Gibt es hier noch was? Ich glaube, dass etwas in dieser großen Kerze versteckt wurde. Vielleicht sollte ich sie anzünden. Ja, zünd mal an. Das geht schnell. Sehr schnell sogar. Ah, das Ding, was bei der Uhr war. So. Wie kann es sein, dass die Kerzen immer noch brennen? Entschuldigung, hier gab es einen kleinen Schnitt. Mein Hündchen musste raus. Bisschen Pipi machen. Was habe ich gerade gemacht? Ja, die Kerzen sind zu weich. Okay. Was? Leider kann ich sie nicht mitnehmen. Okay. Ich glaube, hier hatten wir alles. Genau, das Kleeblatt hatten wir. Oh, hier gibt es auch noch was. Noch hier was? Oh, der Schloss. Was war das? Völlig verrostet. Oh. Und jetzt springen. Starkes Zeug. Was haben wir hier? Ah, die Gebrauchsanweisung. Für den Wöhn. Vorher geben wir noch das Emblem hier rein. Was ist das? Eine Hake. Oh. Oh, Hake, ne? Hier gibt es aber doch noch was. Was? Hm. Da, okay, so. Echt? Ja, okay. So, nein. Da gibt es aber auch keinen Hinweis, oder? Die stecken wirklich fest. Wie kann es sein, dass die Kerzen immer noch brennen, ne? Schon eine gute Frage. Hm, die Kerzen sind zu weich, leider können sie nicht mitnehmen. Hm. Oh! Oh! Dosenöffner. Hm. Aber hier gibt es ja noch was. Ach, leck mich mal. Ich gehe zuerst in diesen Raum. Da hatten wir das Laub noch. Hier die Hacke wenden. Das konnte sie mit den Händen nicht. Nein, ich brauche eine Hacke. Oh, hier ist der Arm. Dann gehen wir schnurstracks in die Küche. Und hier hin. So, Hinweise. Dann bauen wir das Bild wieder. So, dieser Arm gerade. Nach oben, so. Den so hin. Richtig? Ah, nein, doch nicht. Nee. So. Gerade hier unten, 45 Grad Winkel und gerade nach oben. Oh? Hm, das ist richtig. Oh, eine Brille. Da hatten wir auch eine Dusche. Ich vermute mal, hier brauchen wir diesen Öffner. Nee. Was ist denn hier drin? Ein Plastikbeutel. Ah, brauchte ich den noch? Ne?
Ach, im Schlafzimmer. Hier. Arsch drin. Oh. Gehen wir hier zurück. Nochmal hier rein. So, für die Augen ist jetzt dann die Sonnenbrille. Für den Kampf mute ich mal die Haare. Und irgendwas noch mit Herz. Gehen wir mal ins Badezimmer. Badezimmer hier. So, Gebrauchsanweisung. Komm mit. Ach, du meine Güte. Verwende die Teile zur Reparatur des Föhns. Schau dir die Gebrauchsanweisung für weitere Tipps an. Die Sicherung. Easy peasy. Föhn. Ich vermute mal. Für die Tiefkühltruhe. Es funktioniert. So, jetzt haben wir den Eimer für den Brunnen und dann gehen wir es natürlich schnurstracks dahin. Schnell. Oh, das Herz. Dann müssen wir alle Schlüssel mit. Na. Handauge, dies könnte nützlich sein. Sind für die Tür. Jetzt geht's in den Keller. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Na dann. Die Tür ist schon seit Jahren verschlossen und trotzdem brennen die Kerzen. Sonst hier irgendwas nicht mehr. Aus, was? Wahnsinn. Da unten? Oh, oh, finster, finster, finster. Noch was ist denn da? Dort liegt etwas, aber es ist stockfinster und ich kann nichts erkennen. Ja, du hast ja eine Kerze. Na? Ein Auge für Details. Ah, sag bloß, das ist wieder Schwester.
The police told me my sister had been dead for years. They asked me if I'd noticed anything. I lied. Treehouse. We used to spend all our time there. What was she trying to tell me? Szene 2. Was haben wir denn hier draußen? Einen Briefkasten. Der Briefkasten ist abgeschlossen. Wie sollte es auch anders sein? Offensichtlich fehlt hier ein Logo schon wieder. Ja, das denke ich mir auch. Was ist hier? Das Wasser kann nicht ablaufen, da die Blätter vor dem Abfluss liegen. Natürlich brauchst du da wieder so einen Haken. Sonst ist hier nichts. Es ist traurig, das Haus in einem solch schlechten Zustand zu sehen. Wahrscheinlich bin ich deswegen nie zurückgekommen. Was? Das ist geil. Dann gehen wir mal zum Eingang. Und da liegt eine Waffe draußen, ich glaube schon. In der Rosenbüschen wurde etwas versteckt. Die Dornen versperren mir leider meinen Weg. Das ist der Schlüssel. Oh. Was haben wir denn hier? Es sieht aus, als wäre das Auto schon seit Jahren nicht mehr bewegt worden. Hallo. Detective. Der Detective sagte mir, dass meine Schwester schon vor vielen Jahren gestorben ist. Sie kann mir also nicht den Brief geschickt haben. Es stimmte mir zu, dass die brennenden Kerzen sehr seltsam seien. Ich wollte ihm von der Zeichnung unseres Baumhauses erzählen, aber da stelle ich mir vor, wie die Polizei zu unserem Haus kommen würde. Sie würden alles auseinandernehmen, nur um Urheberrechtsstücke zu finden. Ich kann ihm auch später Bescheid geben, wenn ich dazu bereit bin. Also ich hätte es ihm gleich erzählt. Das hatten wir schon, ja. Was haben wir hier? Was? Die Fenster sind zugeschraubt, dadurch kann ich mir auf keinen Fall Zutritt zum Haus verschaffen. Das Gleiche. Das ist ein Totenkopf. Warum ist auf dem Rohr ein Totenkopf? Vielleicht kann ich es mit einem Gegenstand öffnen. Okay. Aber jetzt gehe ich nicht weiter. Ich muss uns erst mal diesen Bereich fertig absuchen. Gehen wir mal hier rauf. Nimm die Waffe! Zum Glück ist sie ungeladen. Ich würde mir ein Auge ausschießen. die ganze Kette brauche ich nicht, aber den Haken kann ich sicherlich später verwenden. Allerdings wird es nicht einfach sein, ihn abzubrechen. Die Kette kann ich nicht durchtrennen. Vielleicht sollte ich sie erhitzen. Okay, den Zettel nimmst du aber. Ich werde hier sitzen bleiben, egal wie lange es dauert. Aber ich werde sie nie wieder an meine Tochter heranlassen. Es ist mir egal, was meine Frau sagt. Kein Geld der Welt kann uns zurückgeben, was sie uns weggenommen haben. Das sieht wie die Schrift meines Großvaters aus. Wer wollte meiner Mutter etwas antun? War das vor ihrem Tod geschrieben worden? Noch was? Nein. Zum Gelang. Zur Sicherheit würde sie aber schon mitnehmen. Ist sie aber nicht. Dann gehen wir hinters Haus. Was? Kreuze! Das nehmen wir mit. Den Namen nach zu Urteilen begrüßen Kind ihrer Haustiere ja wahrscheinlich mit dem berühmten Buchs. Aber warum ausgerechnet in unserem Garten? Friedhof der Kuscheltiere. Also ein Emblem wieder. Das Emblem passt hier irgendwo nicht hin. Ich würde es mitnehmen, aber jetzt muss ich die Drähte entfernen. Okay. So einen Seitenschneider. Gräber lassen sich doch nicht von innen öffnen, oder etwa doch? Oh,
Sag bloß, sie sind zum Leben erwacht. Anscheinend stieg jemand immer durch dieses Loch hier ein. Na, gehen wir mal wieder zurück. Wir haben die Kennschere. Dann nehmen wir doch mal die Autoschlüssel. Dann gehen wir zum Auto. Na, weg. Weg, weg. Hier, Zahnrad. Irgendwas wurde in den Sitz eingenäht. Warum würde jemand so etwas machen? Verschlossen, es ist ein spezielles Schloss. Selbst der Autoschlüssel passt nicht hinein. Okay, okay. Ich kann das Auto nicht starten. Wie soll es auch anders sein? Oh, natürlich. Ich hasse den Makler dafür, dass er mir den Verkauf der Immobilie aufgedrängt hat. Es ist schier unmöglich, das Haus zu verkaufen. Es ist einfach nur unheimlich. Diese Kinder glauben, dass sie ihre Haustiere zum Leben erwecken können, indem sie hier vergraben. Ich hasse Kinder. Ich glaube, dass ich ein Mädchen im Haus gesehen habe. Wie kann das nur möglich sein? Das Haus ist seit Jahren verschlossen. Ich brauche dringend Urlaub. Das ist eine Notiz des Immobilienmaklers, der beauftragt wurde, unser Haus zu verkaufen. Warum hat er keinen Erfolg und warum steht sein Auto nach 10 Jahren noch hier? Vielleicht ist er auch noch hier. Sonst gab es nichts mehr. Okay, hier brauche ich wahrscheinlich ein Messer, da ein Schlüssel. Also das hat mir jetzt nicht wirklich weitergebracht. Vielleicht befindet sich das in dem Kofferraum, okay? Ich habe noch einen Schlüssel. Wow. Ja. Ich brauche einen Bohrer. Munition, da habe ich auch noch Munition. Andrea, eine Angel, noch mehr Munition. Oh. Die Lampe ist Chins. Noch ein Schraubendreher. Oh. Patrone. Noch ein Schraubendreher. Kreisel, oder nicht? Eis, Handel. Halt, das wollte ich nicht. Zündkerze, nein. What? Das lässt sich bestimmt irgendwie öffnen mit dem Schraubendreher. Da. Nein, nichts Schraubendreher. Yep. Schon? Dann halt nicht. Bohrer braucht aber einen Bohrer. Das lässt sich bestimmt irgendwie öffnen. Alles lässt sich öffnen. Ich klicke mal alles an. Weiß ja nicht. Oh, noch eine Patrone. So, 2 noch. Da ist nichts. Ich brauche einen Bohrer. Oh, noch einer. Okay, aber mit dem 4. funktioniert es. Oh, jetzt geht's. Da ist der Bohrer. Spritze brauchen wir nicht. Erstmal Gerät. Und da ist noch eine Patrone. Das war's. Dann sitzt der Bohrer hier an. Dann bohrst du das Schloss auf. Na, siehst du? Hallo? Dies könnte nützlich sein. Hehe. So, jetzt holen wir uns die Knarre. Yes, geladene Schrotflinte. Zeit für ein bisschen Action. Ja, jetzt können diese untoten Viecher kommen. Warte mal, denn hier. Die Fässer sind voller Wasser und ich kann sie nicht verschieben. Loch reinschießen, funktioniert das? Tatsache! Nein, die sind alle verschossen, ich glaube. Jetzt komme ich rein, aber ich will hier nur ein bisschen umschauen. Ist das ein Licht? Ja. Na was? Ein Eintrag. Keine Treppe, dann muss ich wohl eine Leiter finden und natürlich einen Haken. Ein Haken, wissen wir schon, wo es denn geht. Oh, da wäre der Seitenschneider, den ich brauche. Ach, was ist das denn?
Wocheneintrag. Ich brauche auf jeden Fall etwas Stabiles, um mir einen Weg zu verschaffen. Wenn ich mich recht erinnere, hatte Großvater eine Seilwinde am Baumhaus angebracht. Das wird sicherlich helfen. Okay. Na was? Dann hier. Jemand hier weiß, wo die Knochen vergraben wurden. Was? Und noch was? Nein. Na, wirst du? Dann gehen wir weiter hierhin. Hey, warte mal. Ach so, das ist jetzt diese Seite. Eine Sicherung. David, bitte verbiete dem Mädchen, das Licht einzuschalten. Du weißt ganz genau, dass sie es nicht mag. Sie sieht die Mädchen dort spielen und wird sehr traurig. Hör auf dir selbst oder der Laudius-Familie die Schuld zu geben für das, was passiert ist. Solche Dinge passieren immer wieder. Komm bitte nach Hause. Großvater hat eine Lampe in unserem Baumhaus installiert. Wir waren ganz stolz und fühlten uns als Erwachsene, dass wir echten Strom in unserem Haus hatten. Doch irgendwann stellte er den Strom ab und wir dürfen ihn nie wieder anschalten. Wer ist diese ihr und sie, von der ich immer wieder lese? Okay. Die brauchen eine Sicherung. Natürlich ist es abgeschlossen. Und da ist der Brunnen. Und da ist, das ist ein Rad. Mit bloßen Händen komme ich da nicht heran. Wow, der Brunnen ist sehr tief, erscheint aber befindet sich im Zimmer darunter. Aha. Dann, die Stromkabel führen zum Baumhaus, also hier rauf, okay. Ich erinnere mich, als Großvater eine Lampe in unserem Baumhaus installiert hat, es war, als wäre es unser eigenes Haus. Okay, sonst gibt's hier nichts. Dann gehen wir mal in das Haus. Oh mein Gott, die Folge ist schon viel zu lange. Dann sage ich mal danke fürs Zuschauen. Lass mir doch einen Kommentar da oder ein Like und bis zur nächsten Folge. Tschüss!